Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier bei Kreuzfahrtbulli. Das Thema heute: Hochzeitsvorbereitung und unser Trip nach Norwegen. Wie im Intro gerade gesagt, es geht um unsere Hochzeitsreise und um unsere Norwegenreise. Anfang tun wir natürlich rund um Hochzeitsreise, weil wie ihr seht, wir sind am Strand von St. Peter-Ording und auch hier werden wir unsere Hochzeit feiern. Im Speziellen wird das Jawort, ich hoffe, dass der Kameramann, das ist nämlich der Stefan heute, Kamerakind Thorsten ist nicht dabei heute bei dem schönen Wetter. Dass er ja sein wird, und zwar im Vesterhever. Und das blenden wir euch jetzt einfach mal kurz ein. Sehen konntet, das ist unser Heiratsort, wo wir heiraten werden. Wir feiern allerdings hier am Strand, beziehungsweise werden wir hier in der Nähe am Strand feiern. Das wird nämlich das Dike sein. Das ist jetzt, sage ich mal, hier ein bisschen über den Deich rüber und dann ist man da schon da. Und zu Abend werden wir dann nach dem Essen hier rüber gehen, wenn das Wetter natürlich mitspielt, und werden dann auf dem Strand ein bisschen den Abend nett ausklingen lassen bei ein bisschen Wein und vielleicht auch noch ein Bier, je nachdem, wer was trinken möchte. Natürlich auch alkoholfreie Getränke dabei. Alles geklärt, können wir dann sozusagen auch kühl stellen im Hotel. Das ist genau an dem gleichen Ort, wo das Dike auch ist. Das ist nämlich das Beach Motel. Ein paar Giveaways für unsere Gäste haben wir sozusagen besorgt, aber mehr verraten wir noch nicht. Das wird sich dann bei unserer Hochzeit vorstellen. So viel zum Thema Hochzeit und Hochzeitsfeier. Mehr werden wir einfach nicht verraten, weil mehr wissen wir aktuell auch nicht. Also wir lassen uns genauso überraschen. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserer Hochzeitsreise. Die geht nach Norwegen. Und dazu braucht man wichtige Informationen, die wir euch jetzt liefern wollen. Und viele wichtige Informationen stehen hier schon drin im ADAC Tourset. Wir nutzen immer diese Kartenvariante und nicht die App-Variante. Die gibt es ja auch, aber das ist wieder Speicher und wir hauen auf unserem Handy lieber Fotos und Videos als halt solche komischen Karten, denn die kann man auch wunderbar woanders lesen. Ja, was genau da drin steht, das wird euch jetzt Stefan ins Haar, Detail, kleine Gedöns mal berichten. Kurze Info, was enthält dieses Tourset vom ADAC? Einmal natürlich eine Länderinformation über die einzelnen Länder. Und dann gibt es noch ein paar Hinweise auf Kartenmaterial natürlich für die Länder und auch noch die Sehenswürdigkeiten. Ganz interessant, also das ist dann im Prinzip immer wieder gezeigt, also sind unterschiedliche Maps. Und genau, das haben wir uns jetzt mittlerweile für mehrere Länder geholt, weil wir ja auch durch ein paar durchfahren. Aber für Norwegen, es geht ja um Norwegen. Was gibt es in Norwegen grundsätzlich erstmal zu beachten? Wir fahren mit der Fähre rüber, nämlich von Oslo nach, von Kiel nach Oslo. So rum ist es natürlich richtig. Genau, und wir wollen natürlich uns auch ein paar Sachen mitbringen. Zum Beispiel Weine. Bei Weinen darf man 4 Liter mitbringen. Wer keine Tabakwaren bei sich führt, also für die Nichtraucher, die haben es ganz gut, die dürfen nämlich 1,5 Liter mehr Wein mitbringen. Also das heißt, sind wir bei 5,5 Liter pro Person. Was ist denn eigentlich nicht erlaubt? Bei den Kartoffeln zum Beispiel, man darf nach Norwegen keine Kartoffeln mitbringen. Das heißt, gerade wir Camper, wir kennen es, ein bisschen Vorräte einpacken, zack, zack, und auch sind dabei ja auch die Kartoffeln. Nee, leider in Norwegen nicht erlaubt. Die Norweger sind ein sehr, sehr höfliches Volk. Daher darf das Wort Danke gar nicht oft genug genannt werden. Es heißt in Norwegen Tak, genauso wie in den anderen skandinavischen Ländern auch. Kommen wir jetzt mal wieder zum Thema Autofahren. Einmal natürlich für uns Camper sehr wichtig, wo darf man dort stehen?
Die Norweger haben bestimmte, bestimmte Schilder, die dann das Campen nicht untersagen. Ansonsten ist es halt grundsätzlich eigentlich erlaubt, zumindest mit dem Zelt. Wichtig ist natürlich auch, wenn man eine Strafe kriegen sollte, die bekommt man meistens nach Hause geschickt und dann ist es auch ratsam, diese Strafe auch wirklich zu bezahlen, weil sonst wird es ziemlich, ziemlich teuer. Des Weiteren gilt genauso mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Haltet euch bloß daran und fahrt nicht schneller. Das wird in Norwegen auch sehr, sehr teuer. Da reichen schon ein paar km/h und man ist schnell 500 Euro los. Umweltzonen. Es gibt in Norwegen zwei Städte, nämlich Oslo und Bergen, die Umweltzonen haben. Das hängt immer ganz von der Wetterlage ab. Man kann sich an den örtlichen Behörden sozusagen informieren und gucken, ob jetzt gerade Umweltzone ist. Also dass man da mit dem Diesel, weil ne, wir Camper haben ja meistens einen Diesel, nicht fahren darf. In Oslo ist es nämlich so, dass es nur zwei Straßen, das sind die Durchgangsstraßen, erlaubt sind zu fahren. Und alle anderen Straßen sind dort dann verboten in dieser Zeit zu befahren mit einem Dieselfahrzeug. Zum Thema Kosten reihen sich natürlich auch noch Maut ein. Die Maut wird per Kennzeichen abgefragt. Man kann sich bis 3 Tage nach Durchfahren einer solchen Mautstelle im Internet auf einer Seite, blenden wir dann auch nochmal ein, informieren, wie viel man sozusagen bezahlen muss. Und auch das wird nach Hause geschickt, wie fast alles andere, wenn man halt Geldbußen hinnehmen muss oder sowas. Geht dann nach Hause an die Heimatsadresse. Einreisedokumente. Ja, für die Einreisedokumente reicht der normale Personalausweis, selbst ein vorläufiger, aber auch mit Reisepass kommt ihr da ganz gut weiter. Zum Thema Fahren eines Fahrzeuges reicht der deutsche Führerschein. Das waren die wichtigsten Informationen, die wir aus diesem, jetzt geht das auch noch auf, wo ist es? Aus diesen Informationsblättern vom ADAC. Könnt ihr euch selber durchlesen. Wie gesagt, gibt es auch eine App. Empfehlen wir auf jeden Fall immer diese zu. Und also werdet Mitglied beim ADAC. Punkt. Es ist keine Werbeveranstaltung für den ADAC. Nicht, dass ihr denkt, wir kriegen Sponsorgelder. Falls ADAC uns sponsern will, gerne machen wir das. Das mal nebenbei. Ja, was ist jetzt das Thema? Stefan hat es kurz angesprochen, wegen Kartoffeln und Wein, Lebensmittel. Ihr wisst, in Norwegen sind die Lebensmittelkosten sehr, sehr hoch. Trotzdem würden wir euch empfehlen, kauft gut ein, kauft aber nicht ein, als wenn euer Auto dann gleich auseinanderfällt. Denkt bitte an die Masse, die ihr haben dürft. Wir zum Beispiel dürfen 250 Kilo zuladen und dann ist auch Schluss. Denkt das bei euch auch mal danach. Und es wäre auch schön, mal Sachen dort vor Ort zu probieren, weil den besten Fisch, das weiß ich nicht, da muss ich mal Stefan ein bisschen angucken, den gibt es da in Norwegen und den sollte man probieren. Also wenn man Norwegen macht, dann sollte man auch ein bisschen Geld ausgeben und nicht alles importieren, weil das kann der Deutsche gut. Wir würden euch empfehlen, ja, Grundsachen, ein paar Dosenfutter, das kennen wir bei Kai von Travel Camping Living und auch von Iris und Uwe. Die haben ein bisschen mitgenommen und das reicht eigentlich vollkommen aus. Das mal so als Tipp zwischendurch. Das waren die Lebensmittelinformationen, die wir gesagt haben und jetzt seht ihr hier, ja. Wir nehmen auch, das nehmen wir schon mal mit, einen Leuchtturm. Obwohl, das weiß ich gar nicht, ob der mitkommt. Nee, ich glaube nicht. Da kommt andere Wäsche mit. Genau. Denn wir gehen 3 Wochen auf Hochzeitsreise. Hatten wir ja schon am Anfang gesagt, wir heiraten hier in St. Peter-Ording bzw. Westerheber. Stellt euch den in Rot vor und dann habt ihr ungefähr, wie der aussieht. Ja, und so eine Reise, 3 Wochen, muss to-list geplant werden. Also sie muss ein bisschen vorbereitet werden. Planung sollte man da nicht so viel reinstecken. Ja, und was wir genau vorbereitet haben, das sagt euch jetzt Stefan. Ja, zum Anfang, wir werden mit der Fähre ja rüberfahren, das heißt von Kiel nach Oslo. Die muss natürlich gebucht werden, das ist wichtig. Da haben wir die Color Line genommen, richtig. Sagen wir ganz einfach, werden wir auch nicht gesponsert. Nein, wir haben eine bisschen bessere Kabine genommen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns, wir wollen auch mal rausgucken, keine Innenkabine. Das Auto muss natürlich mit. Da ganz wichtig auch nochmal der Hinweis an dieser Seite, an dieser Ecke, darauf achten, wie groß ist das Fahrzeug. Das haben die uns bei der Buchung gesagt, das müssen wir peinlichst genau angeben. Ansonsten kann es durchaus sein, dass es da Schwierigkeiten geben wird. Genau. Ja,
Was haben wir sonst noch? Das mal kurz noch zur Info. Es hat uns 600 Euro gekostet. Ja. Fallt jetzt nicht vom Stuhl. Das ist wirklich so, 600 Euro für 20 Stunden. Es sind 20 Stunden, genau. Nicht aber, lang, sehr teuer, aber gut. Da ist auch das Essen, müssen wir dazu sagen. Wir haben Essen drin, ein Abendbuffet, aber trotz allem. Das haben wir mit reingerechnet. Nur das Zimmer, 400 Euro. Es ist unsere Hochzeitsreise, versteht es? Also, wenn ihr keine Hochzeitsreise macht, überlegt euch das nochmal, aber... Aber es ist halt der Vorteil, ihr spart euch auch eine Menge an Kilometern. Denn diese über 1000 eine, Kilometer. Ja, ich glaube so um die 1300 oder sowas ungefähr. Und man darf ja nicht vergessen, man muss ja trotzdem über die Brücken rüber und auch die kosten ihren stolzen Preis. Ich meine, irgendwas mal gehört zu haben von mindestens 80 oder 100 Euro. Also von daher, genau, die kann man auch schon davon abziehen, wenn man fair ist und sich das genau anguckt. Ja gut, das sind 500 Euro. Meinetwegen. Gut, dann, was haben wir denn so an Lebensmitteln geplant? Ja, wir werden natürlich auch ein bisschen was mitnehmen an Lebensmitteln, aber wir werden es ja nicht übertreiben. Weine haben wir vorhin schon mal gesagt. Denke, dass wir die Mitnahmegrenze auch ausschöpfen werden. Genau. Also so 10 Weine sind schon geplant. Das müssen wir auch machen, weil das ist richtig teuer. Wow, das ist nicht zu empfehlen. Alkoholische Getränke, sehr teuer. Aber im Endeffekt, uns reicht. Uns reicht der Wein. Der Wein. Das wollen wir haben und es ist unser Wein. Es ist der gute Wein aus dem Ahrtal. Wir haben es oft genug auch schon präsentiert. Brech, sag es nochmal, Shell. Genau. Nicht weiter sagen. Genau. Ja, dann werden wir Wasser mitnehmen, weil Getränke, ich habe vielleicht noch Glück, mein Wasser gibt es wohl europaweit. Ja. Aber bei Stefan, obwohl der ist nicht so wählerisch wie ich, der findet sein spritziges Wasser. Ja, das ist kein Problem. Aber nichtsdestotrotz werde ich ein bisschen Wein mitnehmen, dass man nicht gleich anfangen muss, in Norwegen zu suchen nach Wasser oder sowas. Genau. Wassertank ist ja eh klar. Der muss voll sein. Der wird auch noch gefüllt zu Hause. Den nehmen wir komplett voll mit und können zwischendurch immer mal wieder auftanken. Und das soll in Norwegen auch sehr gut gehen. Das hat uns Iris und Uwe. Wir empfehlen euch das. Wir verlinken auch mal den Kanal oben. Richtig. Also, wir haben eine tolle Norwegen-Reise gemacht und auch Kai von Travel Living. Mein Gott. Genau. Von TCL. Er hat uns auch gesagt, also da kann man immer sehr gut Wasser zapfen. Das geht in Norwegen wunderbar. Richtig. Aber trotzdem 80 Liter, die nehmen wir natürlich schon mal mit. Und die reichen ja auch eine Weile. Ja, Lebensmittel, Konserven, das reicht auch aus. Und ja. Dann, und Toast, also alles solche Sachen, wo man sagen kann, auch wie nennt sich das, Duschbad. Das nehmen wir schon mal im Groben mit. Naja, das ist klar. Aber wir werden die 250 Kilo, die wir zuladen können, auf keinen Fall zuladen, weil ein bisschen Platz braucht man. Es ist ein Bulli, ne? Das kennt ihr. Ihr habt ihn gerade nochmal gesehen am Anfang im Intro. Da passt nicht viel rein. Und wenn der so dick geworden ist, dann passt Ja, ist klar. Ein bisschen Nudeln und so weiter wird natürlich auch mitgenommen, dass man immer mal im schlimmsten Fall auch mal sich was kochen kann, wenn man irgendwo in der Pampa ist, sage ich mal, und dort keinen Einkaufsladen findet. Weil in Norwegen, das Land ist sehr, sehr groß und sehr weitläufig und da kann es durchaus vorkommen, dass man mal nicht so schnell was findet. Ja, so viel zu unseren Vorbereitungen. Ich gucke gerade schon wieder auf die Uhr. Das sind ganz schön viele Vorbereitungen, hat man gar nicht gedacht, aber naja. Es ist halt unsere Hochzeitsreise. 3 Wochen, müssen viel vorbereitet werden und wenig geplant. Richtig. Szenenwechsel und das zum Abschluss. Wir sind ja Kreuzfahrtbulli, das heißt, da muss auch noch ein Kreuzfahrtschiff. Und wir haben die günstigste genommen, Queen Mary 2, wie sich das für uns gehört. Weil wir sind ja auch Könige der Straße mit unserem Kreuzfahrtbulli. Ja, das war's erstmal. Wir gehen jetzt in Sommerpause und... zwar nicht so wie die Fernsehsender, die dann nur Wiederholungen bringen und alles nur blöd ist. Nein, wir werden trotz Sommerpause jeden Freitag 14 Uhr ein neues Video präsentieren. Tolle Reisen sind dabei, unter anderem die Rügenreise. Seid gespannt. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Ja, sagt euch Stefan bestimmt noch. Auf eine Sache könnt ihr euch natürlich schon sehr freuen. Unsere Hochzeitsreise wird auch gefilmt. Das heißt, für Norwegen gibt es dann mehrere YouTube-Videos. Ach so, und nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren, empfehlt uns weiter. Ja, und bis dahin. Ciao. Tschüss. So, was habe ich gerade nochmal gesagt? Entschuldige. Warte. Was ist denn das Thema? Weiß ich nicht. Um zu meckern, immer diese Meckerei hier. Ich lächle. Genau, cut.